Real G, du weißt, dass das hier alles keine Mitch ist. Warst schon mal JVA Kleve? Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich war da auf Durchreise. Super essen. Kleve, wo waren wir Kleve, Bruder? JVA Kleve, das ist der Holland-Grenze, glaube ich. Boah, ich war in Essen, in Gelsenkirchen, in Düsseldorf, in Köln, ich auch. Ostendorf. In Koblenz, in Darmstadt, in Aschaffenburg, in Würzburg, ja. In Straubing, in Bochum und in Castrop. Bochum war ich auch. Essen, Köln, Siegburg. Und von allen Knästen, Bruder, von allen Knästen, hätte ich niemals gedacht, Bruder, aber von allen Knästen war Bochum am schlimmsten, Bruder. Also wo ich in JVA Essen war, das war schlimm. Also sag euch ehrlich, JVA Essen. Jawohl, da musst du sagen, Bruder, der Knast ist sehr alt. Ja. Aber die Beamten sind in Ordnung. Ja, aber Bruder, wo ich in Essen war? In Bochum, der Knast ist alt und die Beamten sind alt. Bruder, ich schwöre dir, Alter. Aber in Essen ist auch ganz komisch. Ich sag euch eine kleine, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Zu meiner Zeit, wo ich in Essen, JVA Essen war. Und ich hatte so Eistee, ja. Und ich habe das Eistee natürlich auf das Fliegengitter, auf den Zellenfenster getan, damit das kalt bleibt. Ja. Und es kommt das Fliegengitter und dann kommen die normalen Gitter. Bruder, ich habe eine maximale Knast-Story. Warte. Hier ist eine maximale Knast-Story eingefallen. Okay, warte, lass. Ich kann es dir danach erzählen. Hier ist eine maximale Knast-Story eingefallen. Warte. Auf jeden Fall, Freunde, ich habe immer meinen Eistee da, ne? Und irgendwann, nächsten Morgen, ich werde wach, ich will Eistee trinken, ist mein Eistee leer. Ich sag zu meinem Spannmann, ey, du Hund, warum trinkst du meinen Eistee? Ja. Der sagt, hab ich gar nicht so. Was laberst du, ist hier ein Geist drin? Sind, kam raus, ich guck, dieser Eistee hat unten rechts so ein Loch. Ratten. Ratte kam aus Toilette raus, hat sich meinen Eistee geschnappt, der kleine Kelb, ne? Pfirsich Zitrone, Alter, leer gesoffen, ist wahrscheinlich getaumelt zur Toilette, Alter, hat seinen Kollegen gerufen. Haben 2 Liter Eistee weggefrischt, armen Koi, und dann ab durch die Toilette, Alter. Das heißt, ich musste nachts, wenn ich schlafen gegangen bin in eine Zelle, habe ich Mülltonne auf die Toilette getan, Digga, damit meist der Splinter nicht da rauskommt, Digga. Mann, diese Ratte war voll der Kelb, Bruder, ich schwöre dir. Richtiger Kelb, Alter, Mann, Koi, Alter. Einfach meist der Splinter, kommt mein Eistee rippen. Wollte mein Eistee einfach leer, Alter. Hey, Bruder, Wallah, mir ist ja die Story eingefallen, ne? Ich weiß nicht, ob ich erzählen soll, Bruder, Wallah. Bruder, hau raus. Bruder, die ist echt hart, Bruder, Wallah, die ist echt Bruder, hart. Bruder, hau raus, Bruder. Okay, pass auf. Ich komme von Würzburg nach Ratingen. Boah, ist eigentlich ein geiler Part-Einstieg. Ich komme von Würzburg nach Ratingen. Ich komme von Würzburg nach Ratingen. Hatte keine Messer, aber dafür Schlagringe. Na, pass auf. Ich komme von Würzburg nach Ratingen. Ich komme in meine Zelle an, Bruder. Ich komme in so eine Gemeinschaftszelle rein, die ist leer. Die Beamtin fragt mich, ey, soll ich die Zelle für dich sperren? Ich sag, ja klar, warum nicht? 4-Mann-Zelle für mich alleine, warum nicht, ne? Ich sag, ja, sperr die. Und ich mach Fenster auf, so, nach 1-2 Stunden. Ich hab meine Zelle sauber gemacht, so, dies, das, damit extra Zelle aufbleibt. Ich raus und reingekomme, ja, oder wie ich will, so, weißt du? Und ich höre Leute am Fenster die ganze Zeit reden. Ich mach Fenster auf, ich erkenne die Stimme von Hamude. Hamude Alzo aus Düsseldorf. Mir ist auch eine Geschichte eingefallen. Achso. Stichwort. Stimme eingefallen, aufgefallen. Ich erkenne die Stimme von Hamoudi Alzan aus Düsseldorf. Salamu alaikum, Cousin, was geht's dir, wie geht's dir, was ist passiert, warum sitzt du, warum sitz ich, bla bla bla, alles klar, man sieht sich, ne? Der war auf anderer Abteil, Bruder, der war auf anderer Abteil, so. Und während ich mit ihm spreche, erkennt mich jemand an meine Stimme, okay? Ich will seinen Namen nicht sagen, Bruder, aber du wirst schon anhand von Informationen gleich, wirst du merken, wer es ist, ja? Er sagt, Razi! Ich sag, ja. Razi aus Essen? Ich sag ja. Sagt er, Razi Simmo? Ich sag ja, Selamir, ja. Razi Simmo. Dreimal ja! Sagt der Abu Sainik. Sag, boah, du bist im Knast. Seit wann? Warum? Ich sag, Bruder, mein Leben ist gefickt in Würzburg 1,5 Jahre. Was redest du? Sagt der Abu Sainik, ich rede mit meinen Beamten. Guck bitte, dass du mit deinem Beamten redest, dass ich zu dir hochkomme. Und ich denk mir, Bruder, er ist eigentlich ein guter Mann, Bruder. Er ist eigentlich ein guter Mann. So im Café, man hat Karten gespielt, so. Oh, der war freundlich. Der hat eine Tasbi gehabt. Genau, er hat eine Tasbi gehabt, Cousin, von dieser Art, weißt du? Ich sag, Wallah, ich lass ihn kommen, Cousin. Wir machen ein bisschen Zeit ab, Bruder, ja?
Ich rede mit meinem Beamten, ich sag, ey, da unten ist ein Cousin, hol den mal hoch, dies, das, bla bla bla. Zwei, drei Tage später war der bei mir oben. Der kommt zu mir hoch, ich umarm den, wie geht's dir, alles gut. Ich sag, Cousin, das sind die Sachen, egal was du willst, dies, das, greif rein, bedien dich. Er sagt das gleiche zu mir, das sind meine Sachen, bedien dich, dies, das. Ich hab ihn eigentlich hochgeholt, Bruder, damit ich, weil ich ihn kenne, so zur Unterhaltung. Wir machen diese Kasi an, Cousin. Wir machen Ibrahim Tatlas es an, Rashid Musa Cousin auf. Und Gillette raus. Cousin auf diese Dirt Cousin, weißt du? Auf diese Dirt. So. Und wir spielen ein bisschen Pischti. Eine Woche vergeht, zwei Wochen vergeht, Cousin. Ich komm richtig klar auf den, Bruder. Er kommt richtig klar auf mich, Bruder. Und es ist schwer, jemanden zu finden. 100%. Es ist im Knast schwer, jemanden zu finden, mit dem man in einer Zelle sitzen kann und mit dem man gemeinsam abmachen kann, Bruder. Weil manchmal der Kopf passt nicht auf den anderen Kopf, Bruder, ja? Ich bin 2-3 Wochen da, Cousin. Ich bin am Dribbeln irgendwie die ganze Zeit, dass ich da Peace reinkriege, ne? Peace! Ich hab die Geschichte in der zweiten. Erzähl! Ich bin am Dribbeln die ganze Zeit, dass ich da Peace reinkriege, ne? Majun, ne? Hat ein paar Tage gebraucht, Bruder, ich bekomme 50 Gramm rein. So ein Sneakers, Bruder, ne? Auf Sneakers. Ich habe da ein, zwei gute Jungs gehabt, Bruder, die haben da weggemacht. Ich habe denen das gegeben. Ich sag, Bruder, hier macht euer Ding so, macht unsere Einkäufe, lasst es an nichts fehlen, sodass es jedem gut geht. Aber von diesen 50 Gramm, ich will so 3 Stück, 4 Stück für mich haben, so, ne? So für mich, weil der Spannmann, Cousin, der ist Kamin. Ja, ne? Der ist Kamin. Und Cousin, Umschluss ist zu Ende, Leute gehen in ihre Zelle, Bruder, ich sitze mit dem, Bruder. Oh, ich sag, Cousin, hast du Bock auf einen Kopf? Der sagt, wie? Ich sag, Cousin, hast du Bock auf einen Kopf? Er sagt, auf gute Kopf, Cousin, einmal Zeit abmachen, alles vergessen. Der sagt, ja, wallah, bin ammi. Wallah, ich hab schon so lange nicht mehr geraucht. Ich sag, Carlos, mach fertig. Ich geb ihm Cousin, der ist am Baum, der macht fertig, Bruder. Und zu dem Zeitpunkt, Cousin, ich hab viel Kopf gehabt, lo? Sehr viel Kopf, sehr, sehr viel Kopf, Bruder. Ich sag, wallah, ich rauch den Cousin, mein Kopf ist zu. Ich bin am Rauchen, Bruder. Ich zieh 3-4 Mal, Bruder. Ich geb ihn, der zieht 3-4 Mal, Bruder. Und ich bin so am Warten, bis es knallt. Und ich warte so darauf, dass es bei ihm knallt. Weil er hat gute Geschichten drauf, ja? Ich zieh noch ein paar Mal, er zieht ein paar Mal, Cousin. Und ich bin so am Nachdenken, Bruder, ne? Mein Kopf dreht sich so nach rechts. Ich guck ihn an, er macht einfach... What the hell? Koran zu lesen, Mann. Ich sag, willst du mich verarschen? Der sagt, guck mal, wie schön ich rezitieren kann. Ich sag, halt die Fresse. Ich hab maximal Schaden davon getragen, Bruder, wallah. Aber Cousin, aber richtig so, ne? Mit Ohr zu halten, Cousin. Was für ein Maniac. Ey, Mann, das war so hart. Auf jeden Fall, Kiffen ist keine Sache, die man empfehlen kann. Lass die Finger davon, auf jeden Fall. Das ist keine gute Sache. Ich weiß nicht, wo ich jetzt andocken soll bei der Story. Ich erzähl dir noch eine, aber die waren nicht im Knast. Die Story war nicht im Knast, Cousin. Die war auf der Disco. Aber nein, bitte. Warte. Aber du weißt, ich war es nicht. Ja, ich war weiß. Anderer. Es war, deswegen sage ich okay. Ja. Cousin, ey, Chababs, Cousins, Cousin, jeder, der hier drin ist, hört genau zu, okay? Es ist wichtig, dass ihr genau zuhört. Wir sitzen im Club, ich und ein Bekannter. Und der Bekannte ist bekannt dafür, dass er Drogen verkauft, okay? Wovon wir uns distanzieren. Wir distanzieren uns davon. Nur Abiat. Irgendwann ruft er mich an und sagt, Gazi, wallah, ich hab richtig Bock feiern zu gehen. Ich sag, boah, ich hab gar keinen Bock auf diese Scheiße. Er sagt, lass schon Ruhe, laute Musik, der kackt in die Ecke, der kotzt in die Ecke. Ich hab gar keinen Bock darauf. Sagt der Cousin, ich bin da öfters, ich mach da meine Sachen weg. Wir haben da einen Tisch, wir haben unsere Ruhe. Ich sag, ja, komm, okay. Ich mach mich fertig, ich steig mit ins Auto ein, wir fahren zu dieser Disco, ja? Wir setzen uns hin. Und ich schwöre dir, ab 1 Uhr ging das im Minutentakt. Das ging einfach im Minutentakt. Oh, hoch, runter, ne? Das Ding war aber wirklich so,
Er ist immer aufgestanden, also wir sind dann aufgestanden, wir sind runtergegangen, vor der Toilette, weil da halt nie viel los war so, und sind wieder hochgegangen. So, nach 2 Stunden kommt einer, der ist maximal angetrunken. Im Laufe des Abends, der Bekannte hat ein bisschen getrunken und da kam auch ein Kunde. Der Bekannte war gut betrunken und der Kunde war gut, also der Kunde in der Disco und der Kunde, der was haben wollte, war auch gut betrunken, ja? Und ich guck mir das so an, dieses Spektakel. Die reden und reden und reden. Der Typ will was haben, aber und der Bekannte will aber nicht geben. Weil irgendwas, der sagt, da ist irgendwas komisch. Der sagt, Gas, ich geh jetzt mit dem runter. Wenn du irgendwas merkst, irgendeine falsche Haraki, gib den einen direkt mit rechts. Ich sag, ja, okay, alles klar, kein Problem, so, ne? Ich zieh direkt einen durch, wenn ich merke, da ist irgendwas falsch. Wir gehen runter, Cousin, und ich bin so der Letzte. Ich bin so der Letzte in der Kette auf der Treppe, ja, von oben. Und ich merke so, beide taumeln so, ne? Beide sind am Taumeln. Dann stellen die sich vor die Toilette. Der Kunde sagt, ey, ich will was haben, ne? Und der Bekannte holt so 3 Bubbles raus. Und ich guck mir das so an, ich sag, was ist das für ein Film, ne? Der holt so 3 Bubbles raus. Der sagt, ist das gut? Der sagt, ey, das ist das Beste jetzt. Was redest du? Was redest du beim Material schlecht reden oder so, ne? Ich denk mir, Alter, wie cringe ist das hier gerade, ne? Jetzt sagt der Kunde zu dem Bekannten, ich hab noch nie von dir gehört. Sag mir mal deinen Namen. Der Bekannte guckt ihn an, der guckt mich an, der guckt den Kunden nochmal an und sagt, mein Name? Coyote. Coyote. Aber ey, du musst die Stimmlage. Coyote. Mein Name? Coyote. Mit diesem Zwinkern. Der Kunde hat ihn stehen gelassen. Der hat keine Nummer genommen. Der ist einfach gegangen. Ich sag, Coyote Achara. Coyote Achara. Von allen Namen. Pablo. Chapo. Nimmst du Coyote, du Hund. Nimmst Löwe, Wolf. Coyote. Wolf. Coyote. Ich bin gut in Google. Ich hol so Handy raus, ich gebe Google ein, Coyote. Ich so, gehört zu der Familie der Hunde. Ey, mir ist auch gerade so eine Real-Life-Story gerade eingefallen. Ich weiß nicht, ob ich hier erzählt habe, die ist, glaube ich, zu behindert. Coyote! Achtet! Vor, ich weiß nicht genau, vor 15 Jahren oder so, ich schwöre dir, also Ewigkeiten, war ich auf so eine Hausparty eingeladen. Man hat mich natürlich eingeladen, war ich aus wie ein Dealer. Jeder wollte kaufen. Ja. Und ich so, ja, haben alles da, kein Problem, ne? Wir haben so Weiber auf der Straße kennengelernt. So, wohin geht ihr, was macht ihr? Ja. Baby! Ja. Wohin? Schlamm. Ja, Scharmut, wohin? ja, wir gehen Hausparty und ihr? Wo ist die Party? Wir direkt kommen was rippen da, oder? Ja, ja, normal. Hin und her, ja, wir gehen auf so eine Hausparty. Kollege hat so Wohnung und da sind so die Nachbarn alle so feiern, so, die sind so ein bisschen Hippie angelehnt. Korrekte Leute eigentlich. Ich damals mit Zwiebelbart, Lederjacke und die hier direkt, habt ihr auch was und so, ne? Was hab ich nicht. Kalas, kommt mit. Wir gehen in diese... Schämst du dich nicht, mich zu fragen, was ich habe? Schämst du dich nicht? 4 Uferplatz. Ja. Wohnung ist 4 Uferplatz. 3 Etagen. Wir gehen auf diese Party. Alles so richtig so... Nicht Leute wie wir. Ja. Ne? Und ja, nee, wir fallen direkt auf. Und jeder Zweite, der da war, hat mich nur das eine gefragt. Hast du was dabei? Ja. Aber so mit Angst so. So richtig. Das Auge. Bruder, hast du was da? Hast du was? Genau. Und ich hatte natürlich keine Drogen dabei. Also muss ich mir was einfallen lassen. So. Was habe ich gemacht?
einfallen lassen ist gut. Boah, ich hab mir so oft was einfallen lassen. Ich musste mir was einfallen lassen. So, und die... Habe ich dir die Geschichte erzählt von meinem Friseur? Warte. Oder wie sagst du das? Ich musste mir was einfallen lassen und musste eine Lösung finden. A, es ging, dass ein bisschen Geld verdienen, und B, die Schademuts wollten Schabernack machen. Ja. Man musste die auch irgendwie rumkriegen dann. So, was mache ich jetzt? Ich bin so in dem Hausflur. Ich denke so nach. Vor mir ist so ein scheiß Kaktus. Ja. Ich den Kaktus an. Ich gucke, daneben ist eine Pflanze, so eine Vase. Ich so, voilà, Cousin. Die ganze Plantage ist hier. Diese Vollidioten peilen eh nix. Ich hole mein Messer raus. Ich mache diese Kaktus klein. Ich schneide den Kaktus klein, drück den so ein bisschen in die Erde. Ich mache so 3-4 Tüten klein. Ich nehme so Blätter und dann kamen die. Mist, die Zeug, Mist, das ist frisch gekommen von anderem Land und so eine Scheiße. Die gucken, boah, das sieht komisch aus, das ist bestimmt voll krass, das ist voll hart. Die bauen sich einen Joint. Kelly, das ist Kelly. Boah, zuletzt gab, vor 15 Jahren ist Kelly. Zuletzt gab es noch keinen Kelly, da haben sie mich das anders genannt. Die bauen sich den Scheiß und dann haben die den Experten von sich geholt. So einen richtig dünnen. Ja. Das ist der coole Kiffer von denen. Der coole Kiffer von denen. Ich so, Bruder, wenn du das schaffst, krass, Respekt. Ich hab denen so Mut gemacht. Ich nehme so Geld von dir, ich kassiere so jetzt Geld ein. Die kriegen so natürlich beste Ware. Danach, der fängt an, den zu rauchen. Und diese Qual, weil das ja kein Weed ist und so, war so braun. Diese Qualen wurde braun irgendwann, so komisch. Ekelhaft, Bruder. So ekelhaft. Der raucht. Ich dachte, der stirbt. Ich so, ah, scheiße. Ich so, in meinem Kopf, nicht, dass er abkratzt, ne? Ja. Der, auf einmal, der kippt um, hustet braunen Qualm aus. Ich so, jetzt habe ich vielleicht Scheiße gebaut, so, ne? Vielleicht Scheiße gebaut, du hast deine Mutter. Bruder, Kaktus, beste Sorte. Ich verkauf der Kaktusse. Hör zu, der Rauch, braune Qualm kommt, alle gucken den an. Ich schwöre, auf einmal krabbelt der mit alle vier durch das Wohnzimmer und sagt, ich hab noch nie so einen harten Scheiß geraucht. Und ich denk mir im Kopf, Wallack, ich hab noch einen ganzen Kaktus im Flur. Also, Digga. 2000. Oh, ey, bitte nicht nachmachen, hey, Friends. Guck mal, ich kann, Bruder. Finger weg vom Kaktus. Diese Geschichte erzähle ich dir, Bruder, weil es genau an diesem Tag passiert ist und ich mich einfach daran erinnern kann, Bruder. Silvester. Ey, das war am Silvester. Voila. Diese Kaktusgeschichte war am Silvester. Bruder, ich kann mich daran erinnern, weil es an diesem Tag gewesen ist. Silvester 2017. Ich stehe morgens auf, ich sag, Bruder, ich muss zum Friseur. Ich fahr zum Friseur, ich mach die Tür auf, Salamu alaikum, wie Gott will, mein Friseur, der nicht da. Ich sag, scheiße, ich brauche eine Alternative. Ich spreche mit dem Chef, ich sag, ey, was ist mit meinem Friseur? Und so, sagt, Bruder, der ist nicht gekommen. Aber der ist auch gut. Kennst du das? Der ist auch gut. Boah, der ist auch gut, ist wie der Fick. Ey, ich sag, Bruder, schon richtig schlecht gelaunt, Bruder. So 20 Minuten gefahren für nix, Bruder, so, ne? Danke für nix. Ich setz mich hin, schon voll abgefuckt, Bruder, ne? Und der so, Habibi, Cousin, wie geht's dir, Abus, Heineck, alles gut, Wallah, heute, wir machen die gut. Der richtig so. Der will mir so ein Haus verkaufen. Ich so voll abgefuckt, Bruder. Ich sag, Alter, Wallah, halt deine Fresse, fang einfach an, ne? Ich setz mich hin, der macht diese Dings über mich, diese Gardine. Die Gardine. Der ist so am Rasieren. Der rasiert und der fragt mich so ein paar Fragen, ne? Der sagt, Bruder, ich hab dich schon öfters gesehen hier und so. Ich sag, der sagt, ich hab gehört, du machst mit Dings. Ich sag, ja. Der sagt, Bruder, heute Abend geht was? Ich sag, ja. Der sagt, Bruder, hast du jetzt? Dann brauchst du später nicht kommen. Ich sag, Bruder, schneid meine Haare. Ich hab im Auto. So, als würde ich immer 24 Stunden damit rumfahren. So, was für Idioten, so weiß ich nicht. Ich sag, ich hab im Auto. Der sagt, echt? Ich sag, ja, mach fertig. Ich bring die gleich.
Der schneidet so meine Haare, Cousin. Er ist fertig. Ich gehe raus zum Auto. Ich nehme so 2 Iboflam. Ey, warte mal. Ich nehme so 2 Iboflam. Ich mache mein Messer auf. Ich kratze so diese Iboflam ab, Bruder. Du hast auf diese Iboflam-Tabletten hast du immer so eine hauchdünne Schicht. So. Das ist wie Folie, okay? Ich kratze sie so ab, Bruder. Ich mache die klein. Ich nehme so diese Tüte vom Marlboro-Schachtel. Ich reibe das so an diese Tankdeckel. Weil wenn er zieht, damit das brennt, Bruder. Weißt du, was ich meine? Damit das ein bisschen nach Benzin schmeckt. So ein bisschen Ammoniak-Benzin. Diese, ne? Ammoniak. Ich drehe so die Tüte. Ich gebe ihm das so, ne? Ich habe danach nichts mehr von ihm gehört. Bis zum nächsten Wochenende. Nächsten Wochenende, der ruft mich wieder an. Habibi Razi, wie geht's dir? Alles gut? Kannst du vorbeikommen? Ich sag, Anik, der hat doch einen Schaden, Bruder, ne? Ich sag, ja, kein Problem. Gleiche Film. Gleiche Film. 2 Iboflam, 100 Euro. Bester Apotheker. Bei Allah, Bruder, ne? Ich schwöre, normalerweise haram zu schwören, aber das ist einfach so, weil so dieser Placebo-Effekt, das ist so krass manchmal. Der dachte, das ist so gutes Zeug, dass das... Ich schwöre dir, darauf die Woche wieder. 2 Iboflam, 100 Euro. Von Silvester 2017 bis Silvester 2018 habe ich jede Wochenende von den 100 Euro genommen, Bruder. Für Kopfschmerzen. Für Kopfschmerztabletten. Silvester 2018, der ruft mich wieder an. Mein Cousin ist mit mir. Ich sag, ja, ich komm vorbei. Mein Cousin hat schlechte Gewissen. Der sagt, Bruder, du hast den gefickt. Ein Jahr lang, gib dem doch was Richtiges. Ich sag, Wallah, du hast recht, der tat mir leid. Der tat mir leid. Der tat mir leid. Ich sag, Wallah, Cousin, weißt du was, du hast recht. Ich fahr kurz links, ich hol Richtiges, ne? Ich pack das so ein. Ich treffe mich mit denen unten in Steele. Ich geb denen das so, ne? Der sagt, Cousin, ist das wie immer? Ich sag, normal, Cousin, alles gut wie immer, kein Problem, so, ne? Der sagt, ja, okay. Der geht, halbe Stunde, der ruft mich wieder an. Was denk ich jetzt? Boah, der kommt gar nicht drauf klar, der findet das richtig geil, der will nochmal haben, so, ne? Ich sag, Cousin, der hat wieder angerufen, der sagt, komm, wir fahren da hin, so. Sag, da, nehmen wir mit, so, ne? Ich sag, ja, okay. Wir fahren zurück, wir treffen uns mit dem. Bruder, hier, nimm das. Das ist nicht gut. Ich will von die andere haben. Ihr seid jetzt zum ersten Mal richtiges Abi. Der ist ein richtiges, Bruder, der hat voll Paranoia geschoben. Der hat sich einfach so versteckt. Bruder. Wallah, Bruder. Ey, der Placebo-Effekt manchmal ist so krass. Freunde, Finger weg von Drugs. Finger weg von dem ganzen Scheiß. Das sind natürlich alte Geschichten. Ja, ja. So ist die Straße. Da gibt's da ist kein Friede, Freude, Eierkuchen. Da ist nur Rippen und gerippt werden. Amen, Koi. Bitte nicht nachmachen, bitte distanzieren. Natürlich, also das Beste, was mir je passieren konnte, ist, dass ich in den Knast gekommen bin, damit ich von dieser Scheiße endlich loskomme, Bruder. Und ich offiziell sagen kann, ich habe damit nichts mehr zu tun, Bruder. Es ist offiziell.